Auch in diesen Sommerferien laufen wieder die FCN-Fußballcamps. Mit dabei sind zahlreiche Kids, die sich an 3 bis 5 Tagen bei verschiedenen Übungen und Turnieren messen. Natürlich altersgerecht. Sowohl am heimischen Pfalzner Weiher als auch bei den Partnervereinen in der Region bietet der Club die Fußballcamps an. Wir hatten jetzt schon einige Camps, ich meine um die 20 bisher in diesem Jahr. Die Kids sind super zufrieden, wir haben echt immer sehr viele Kinder bei uns am Gelände. Das Feedback von den Eltern ist sehr gut und auch auswärts läuft sehr, sehr gut. Wir waren schon an vielen Standorten und haben bisher sehr gute Resonanz erfahren. Dabei gibt es für das Organisationsteam auch in diesem Jahr einiges zu beachten. Denn die Auflagen der Behörden sind weiterhin streng. Allen Einschränkungen zum Trotz versucht der FCN den Kindern dennoch ein spannendes Fußballerlebnis und abwechslungsreiche Ferien zu ermöglichen. Wir mussten jetzt überall die Anmeldezahlen beschränken. Das heißt, es sind weniger Kids dabei, die eigentlich kommen könnten. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber da sind uns leider die Hände gebunden. Ansonsten natürlich die Klassiker, Abstand, Hygienemaßnahmen wie Hände desinfizieren, Masken auf den Zuwegen und an manchen Standorten, wie zum Beispiel hier am Pfalzner Weiher, dürfen die Eltern leider nicht mit am Gelände sein. Eine Premiere wird es kommende Woche geben. Dann findet erstmals ein reines Mädchencamp am Gelände des FCN statt. Es ist bisher so, dass die Mädels sich ganz normal bei uns in Camps anmelden konnten. Dies ist weiterhin auch so, nur diesmal haben wir eins speziell eben für die Mädels, weil wir schon ab und zu die Rückmeldung bekommen, hey, wie schaut's denn aus, können wir mal ein Camp eben nur für die Mädels machen, und dem sind wir jetzt nachgegangen und nächste Woche geht's dann los. Noch sind ein paar Plätze frei. Alle Infos dazu findet ihr unter fcn.de/camps oder in der Videobeschreibung. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall. Die ein oder andere Überraschung wird auch dabei sein. Wir haben auch was ganz Besonderes dabei, und zwar sind von den Damen, von den Clubfrauen, 3 Trainerinnen mit dabei, also 3 Spielerinnen, die dann eben die Kids auch trainieren. Das heißt, man hat da schon den Einblick, wie es dann auch im Profibereich bei den Frauen ist. Trainieren mit den Zweitliga-Aufsteigerinnen und das unter professionellen Bedingungen. Diese einmalige Chance haben alle Mädels, die sich jetzt noch schnell anmelden. Wer kommende Woche nicht teilnehmen kann, aber trotzdem gerne dabei wäre, kann sich auch bei einem der anderen Camps anmelden. Egal ob Junge oder Mädchen, ein Platz ist für alle da. Ja.